So, ja, gestalten wir das schnell. Bis dahin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Mass Effect Andromeda. Jetzt haben wir schon die neue Aufnahme. Ja, richtig. Bedeutet, ich habe wieder mal gar keine Ahnung von der Steuerung. Das macht nichts. Das ist ja... gehört ja dazu, ne? Ne? Oh, falsch. V war half dann. So, ach, hier sind wieder Blitze. Ein Weg nach oben, linke Seite. Sehe ich doch. Richtig. Es gibt übrigens, das fand ich sehr interessant, bis dato gab es noch kein Update. Mass Effect, gut. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. In der Zeit, wo ich das Spiel habe, ich jetzt keine rasen, also eigentlich gar keine Bugs festgestellt. Was immer das verursacht, es ist... Was wollen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Ich komme aus der Milchstraße. Sie haben... Oh mein Gott. Wie gesagt, ich habe ja gar keine Bugs festgestellt, deswegen ist es auch nicht nötig, aber normalerweise ist es ja so, dass eigentlich immer Leute... Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot, aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Heute darf ich einmal reden. Also. Wie gesagt, ich habe keine Bugs festgestellt, deswegen ist es auch nicht nötig. Dass es Updates gibt, also aus meiner Sicht so. Aber normalerweise, ich bin ja nicht der Einzige, der das Spiel spielt und andere Leute... Okay. Andere Leute entdecken die ja meistens immer und... Soll es ja auch bei diesem Spiel geben, aber... Ja, gut. Toxizität, aha. Ach so. Ach, ich verstehe. Okay. Ja. Hat's noch nicht gegeben. Jetzt nach einer Woche ist das immer für mich ein bisschen sehr, ja, ich sag mal verwunderlich, weil eine Woche ist schon zumindest ein kleiner Day One Patch. Also Day One Patch ist für mich so alles in der ersten Woche. Irgendeine Art Bauwerk. Aha. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Oh, was sind wir denn hier? Na. Doch. Was ist das? Frage ist, was ist das? Aber es ist dunkel hier drin. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Das glaube ich auch nicht. Ach, wieso will ich denn immer die Waffe zücken, wenn ich auf scannen will? Schrecklich. Die sieht aus wie ein Raumschiff, würde ich fast behaupten. So von der Innenarchitektur. Was ist das denn? Nichts. Ja, es ist geil. Wenn das nichts ist, ist immer geil. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Ich sage, es ist ein Raumschiff. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Optional Weg in einen, den verschlossenen Raum finden. Würde ich gerne machen, ja, aber erstmal müssen wir den Lichtschalter finden.
Was ist das denn? Nehmen wir alles mit. Ich höre doch auch was. Aber ich komme nicht dahinter dir. Da ist eine Wand im Weg. Ah. Nee, hä? Achso, das ist die Munikiste. Ah, okay. Ich dachte, da wäre was gewesen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich hätte was gehört. Es kann doch nicht sein, dass hier kein Lichtschalter ist. Wirklich. Jetzt sag mal. Das kleine Klettern. Die Frage ist, wie gut sind die Kletterfähigkeiten von Ryder? Kann der über sowas drüber klettern? Ist das überhaupt? Was soll das alles? Zum Scannen? Nichts. Sieht aus wie eine Kryokammer. Hätte ich jetzt gedacht. Was ist das? Oh, was ist das denn? Oh, das ist so viel zum Scannen, ne? Ja, will ich aber wissen, was das hier ist. Was machen Sie da, Ryder? Verdammt! Ich weiß es noch nicht. Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Oh. Das ist ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Wow. Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen. Naja. Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. So, was ist das für ein Gerät? Kann ich das scannen? Ja. Hallo? 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 Ja. Aber gerade ab hier mit der Taste. Was ist das denn für eine Scheiße? Mist. Sehr interessant. Ey, dass ich hier jetzt nicht scannen kann, ist jetzt gerade aber ein bisschen kacke, ne? Hey, die Tür hat sich geöffnet. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Oh. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Poesie klingt anders, was? Erstmal nehme ich übrigens alles mit, weil ich denke mal, dass irgendwie war das ja, dass merkwürdig. Man... Hören Sie das? Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Dass man... Ach, Vorsicht! Ist das ein Gegner? Angepisst? Da! Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Den Geth zu Hause würde es hier gefallen. Dass man jetzt wenig raus! Warum hat mich dieses Scheißspiel... Ah ja, genau, ich wollte alles mitnehmen, das war's. Kaum Infos. Nur, dass er nicht organisch ist. Aber er ist alt. Mehrere Jahrhunderte. Eine automatisierte Wache vielleicht? Möglich. Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie.
Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Sieht auch sehr nach Energie aus, ne? Ich würde hier gerne durch irgendwie. Aber ich kann natürlich nicht drüber. Aber was passiert, wenn ich... Nö. Das bringt gar nichts. Ach genau, was ich sagen würde, ich mache erstmal mein Inventar voll, weil ich denke mal, am Anfang wird das Limit dann noch nicht so schlimm sein. Oh. Interessant, dieses Raumschiff hier, sage ich. Welche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja, blutrünstige Archäologen. Ob das gut oder schlecht ist? Das Wetter ist immer noch schlecht. Ne, diese roten Dinger sind ja, das sind ja keine Gegner, das sind ja eigentlich, glaube ich, nur die, die Blitze, würde ich wollen mal machen, oder? Oh ne, doch, 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 das sind Gegner, das sind Gegner. Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter. Na toll, den bräuchten wir auch. Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so Was zur? So gehe ich nicht unter. Das dürfte die kaum interessieren. Ups, da lacht. Falsche Waffe. So, Pistole, Einzelschuss. Ist genauer. Da. Ist er weg? Das war der letzte. Eieiei. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Ja, macht es doch mal nicht so spannend direkt am Anfang. Unfassbar. Nein, empfängt mich jemand. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Wo ist denn dieser Nachtpunkt? Hallo? Ich wollte die Signalraketen... Ja? Los, oh mein Gott, was? Ach so! Ach so! Ach, beschützen! Ja, das schaffen wir. Irgendwie ist mein Schild aber noch scheiße, ne? Ich glaube, das ist das Erste, was ich lieber upgraden sollte. Oh. Wie mache ich eigentlich Erste Hilfe? Wäre mal ganz nützlich, ne? Wie ich mich heile. Irgendwie so. Glaube ich zumindest, soll nützlich sein. Schild ist ja gut und schön, ne? Aber... Geht das in die Kurve? Wir sind da. Das geht natürlich nicht. Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Naja. Erledigen Sie sie, Ryder. Bin schon dabei. Suchen Sie sich Ihre Ziele. Davon gibt sie mehr als genug. Okay, das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein. Leider haben, oh, sorry, Sie nicht mitgespielt. Ja, Was haben wir denn hier? Schildkonzentrationsmodul. Wir haben Stufenaufstieg geschafft. Muss ich mir erstmal angucken, wie sieht es denn aus? Achso, das sind meine Kameraden, okay. Und das bin ich, also das System ist ähnlich wie früher. Okay, was haben wir denn da so? Granaten.
Anforderungen 9 Punkte reserviert. Okay. Barrikade. Schlüsselkorrekt von allen Schnellen hinter die Entdeckung gehen. Okay. Stolperdrahtmine. Das klingt schon nicht so gut, ne? Pistolen ist dann natürlich, das sind so Punkte. Waffen halt, typische Sachen. Kampfwerkzeuge. Kann ich nicht. Ne, das ist Codex, das ist falsch. Ach so, hier sind die anderen Sachen. Ich habe mich gerade kurz gewundert, wo die sind. Okay. Ich verstehe. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Normalerweise spezialisiere ich mich ja immer gerne auf Sachen. Nicht so 1000 Sachen gleichzeitig. Schleudern ist immer gut, aber was gibt's noch? Nova kanalisiert Energie in einer Explosion mit hohem Schaden. Schockwelle. Gegenschlag. Klingt auch ganz okay. Erzeugt den Gerät, der Gegner ohne Schild und Panzerung in die Luft hebt und den Schaden zufügt. Lanze. Barriere, offensive Biotik, Eindämmung. Ich hätte gerne so was wie dieses Schild, was wir mal hatten früher in den alten Teilen. Ja, ich weiß, wir sollen die nicht vergleichen, aber die Techniken sind ja hier dieselben. Angriffsgeschütz, taktische Tarnung, Flammenwerfer, Inversion. Kampf, oder war das diese Barrikade? Aber ich brauche halt so Energiezellen, ne? Ziehen. Könnte natürlich auch gut sein. Ne, ich glaube, ich mache tatsächlich Singularität. Ich weiß, es braucht 3 Punkte. Okay, gut. Nein, ich mache Singularität, weil das ist so ein bisschen ähnlich. Dann sind die nämlich auch kampfunfähig. Also da finde ich das nämlich immer gut, dass die nicht so 1000 Fähigkeiten, sondern nur ganz bestimmte haben. Damit man seine Teams halt wirklich immer individuell wählen muss. Splittergranaten bin ich halt kein Fan von Granaten. Okay, Überlastung. Löst eine elektrostatische Auflösung, Entladung aus. Das ist das mit Schilden. Okay, militärische Ausbildung ist natürlich ganz klar. Und das ist Schildleistung. Ne, ich glaube, ich mache Überlastung. Dann mache ich lieber die Verteidigung. Ich habe ja natürlich noch einen Punkt. Ja, klar. Okay. Was haben wir hier? Logbuch? Okay, das ist ja ganz klar. Werde ich in diesem Let's Play diesmal nicht lesen. Ich dachte, ich könnte diesmal hier mit den Leuten reden. Oh verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! Die Deckung! Schnell! Da kommen sie! Das ist jetzt aber eine sehr komische Animation. Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Ja. Nicht nachlassen. Ich finde es gut, dass man die Waffen wechseln kann ohne Zeitverlust. Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Und trotzdem weiß ich gerade nicht. Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot! Wow! Weder wie ich bei mir. Akzeptieren Sie es einfach! Noch wie ich bei meinen Kameraden Erste Hilfe mache. Achtung! Da kommt noch ein Shuttle! Oh Gott, was? Wetter! Ich schätze. Brandmunition, Schild könnte das. Okay, hier kann man das Ganze. Wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Ja, so ein bisschen. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Ja, leider nicht.
So, seht ihr, ne? Dann sind die nämlich auch kampfunfähig. Das ist ein bisschen wie so eine Art Schild. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Ich lebe auch noch. Oh mein Gott. Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier. Haben wir keine schwere Bewaffnung. Es sind zu viele. Ach Quatsch. Schicken Sie einfach weiter. Wir schaffen das schon. Oh oh. Ich will nicht sterben. Ich weiß ja nicht, wie ich euch wiederbelebe. Tut mir leid. Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. So, ich hoffe, das funktioniert. Au, verdammte Schrapnell! Oh oh. Verdammt, die lassen einfach nicht locker! Oh, oh, und jetzt bist du nämlich ohne Schutz. So, und den haben wir, den haben wir, den haben wir. Schwere Gegner ist weg, schwere Gegner ist weg. Komm raus, komm raus, komm raus. Das war's. Scheiße, kein Mund mehr. Nicht auf der Waffe. So, aber wir haben den Höhenvorteil, das ist eigentlich kein Problem. Puh. Das reicht, Liam. Ich weiß, aber Sie haben Kirkland getötet. Beruhigen Sie sich erstmal. Ich verstehe Sie, ja, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet. Aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt! In Deckung! In Deckung! Durchhalten! Ich wusste nicht, dass Sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? UVK Link eingerichtet. Bestätige es, Scott. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen Hilfe. Wir müssen allerdings das Risiko eingehen. Hier zu bleiben ist eh nicht. Der Sturm geht eh nicht weg. Wir haben keine Wahl. Hier unten ist es auch nicht besser. Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter. Nicht, wenn wir die Blitze abstellen. Wie meinen Sie das? Ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nervpunkt auf Ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Reden Sie keinen Unsinn. Er hat versucht, mehr über diesen Turm herauszufinden. Jetzt kein Wort mehr. Nun, laut Nervpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? So. Andromeda ist... Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn finden. Ja, ich würde erstmal hier alles gucken und machen und tun. Wir nehmen erstmal hier... Sie sollen nicht reden. Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. Ja, stress mich mal nicht so. Wo war denn hier dieses Bunny-Ding? Hier, ne? Ach, verdammt, falsch. Ich mache mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.